schon, ja. Kann ich stundenlang mit dem Putz, da habe ich mal reiner gelernt. Das ist eine Neptungruppe, 6,50 Meter Höhe. Mit einer schwankenden Leiter. Bei laufenden Lippen. Schon schön, oder? Jetzt macht ein bisschen mehr. Komm, Donald, willst du nicht mal eine Umarmung von mir? Sascha, wir befinden uns hier in Strudene. Ja. Heute ist der 21.07.2013 und Strudene ist. Ist der 20.? 20. Slowedenkfeier, Donald. 20. Denn ist der 20.07.2013. Und Strudene ist Teil von Reno. Nein, vom Ländchen Reno. Vom Ländchen Reno. Ja, vom Ländchen Reno. Genau. Du bist Vereinsmitglied seit? Das ist nicht so wichtig, soweit ich weiß. Entscheidend ist, dass man herkommt, dass man mitmacht und ob man wirklich eingetragen ist, oder das weiß ich nämlich ja nicht. Aber schon seit 7, 8 Jahren nicht? Nee, ich glaube seit 4 Jahren bin ich offiziell und seit 3 Jahren bin ich im Vorstand oder irgendwie sowas. Wer berief dich in den Vorstand? Eine große Runde, eine Mitgliederversammlung. Da haben Leute gefragt, ob nicht mal neue Leute in Vorstand möchten. Und dann haben Max Buschner und Sascha Büttner gesagt, als neue junge Leute, dass sie gerne mitmachen würden. Und dann ist es dazu gekommen, dass ich im Vorstand bin. Und da bin ich dann auch geblieben. Welches sind die Ziele des Vereins Kunsthaus Strudene? Das waren nicht die Fragen, die du stellen solltest, Donald. Die stelle ich jetzt dir. Ziele. Tja, hat jeder eigene Ziele, lustigerweise. Kann sich jeder Ziele aussuchen, stecken, setzen und dann manchmal habe ich die Ziele, eine Brombeerge zu schneiden und manchmal habe ich die Ziele, Leute zu treffen und was Schönes zu essen. Und das sind wechselnde Ziele. Einzelverbindende ist, dass man denkt, man ist an dem Ort oder man Leute trifft, die zu dem Ort gehören oder so. Wie viele Einwohner hat denn Strudene? Da muss jemand fragen, der aus Strudene ist. Ich bin ja hier nur im Verein und nicht aus dem Ort. Also wir sind ja ein bisschen abseits. Vielleicht 300? Ich hätte jetzt 250 geschätzt, aber das, wie gesagt, die sind ja im Ort da drüben und wir sind hier hinten. Das ist ein Kilometer Unterschied. Wo ist der Galberg? Na, alles hier. Den sieht man aber nur bei Hochwasser. Den Berg. Was ist heute für ein denkwürdiger Tag? Samstag, würde ich sagen. Wunderschöner Sommertag. Also heute scheint die Sonne. Ja, wir freuen uns, dass die Sonne scheint, dass die Kunst auf dem Rasen steht. Es ist total nass. Ist alle total nass hier. Doch.
So wird das aber nichts mit der Feuchtigkeit. Doch, ich bin ja nass. Warum bist du denn nass? Ich hab mich auf die ankommenden Gäste, die die Kunst bewundern möchten, vorbereitet. Du hast die Düsen gereinigt vom Triton. Ja. Und dieser Triton war Teil der Neptun-Gruppe. Ja. Hinterm Interhotel. Neptuns Triumph im neuen Lustgarten in Potsdam an der Havel direkt gelegen. Unweit des neuen Stadtschlosses. Hinterm Mercure-Hotel. Genau. Und Heike, die befestigte Rollen an dem Triton und fuhr mit diesem hier ins Kunsthaus Strodene. Genau, hat sie gemacht. Und dann haben wir es angeschlossen und siehe da, es kommt Wasser raus, so wie es soll. Und dieser dient jetzt als... Den schönen Nebeleffekt, den wir uns wünschen. Und dieser dient jetzt hier als Rasensprenger. Nö, das ist nebensächlich, dass er zufällig den Rasen springt, aber im Grunde soll er Nebel erzeugen, Wasser versprühen. Schöne Stimmung für sich und für die Leute auf dem Hof und so erzeugen. Ein Werk des Herrn Rainer Fürstenberg. Rainer Fürstenberg, genau. Das, wo du das sagst. Weißt du denn, wann dieser erschaffen wurde? Oh, das steht dran, 2004. Ich habe nämlich die Tage an der Neptun-Gruppe in Kontrollbesuch, weil eins von den Schildern defekt war, abgestattet und habe was abgeklebt, was nicht mehr stimmt als Information. Und da habe ich gelesen, dass das von Reiko Epperlein in Zusammenarbeit mit Rainer Fürstenberg entstanden ist. Ich würde sagen, im Jahr 2004. Was jetzt 9 Jahre sind. War ja nicht geplant für 9 Jahre Standzeit, sondern nur für eine kurze Zeit mal. Für 1 oder 2 Jahre. Es gibt die Möglichkeit, hier Zimmer zu mieten. Man kann das ganze Objekt mieten. Man mietet nicht ein Zimmer, sondern man mietet... Wobei mieten ja das falsche Wort ist. Man erkauft sich das Recht, hier zu sein, Sachen nach eigenem Gutdünken zu machen, frei zu sein, in kleinen oder in großen Gruppen. Am liebsten sind ja große Gruppen mit vielen Künstlern hier gesehen. Aber man kann auch seine Familie mitbringen, habe ich ja auch gemacht. Du bist ja eigentlich von Beruf Schauspieler. Zuletzt bin ich aufgetreten bei Sleeping Town unter dem Schirrhof, eine Produktion vom, in Zusammenarbeit des offenen Kunstvereins mit dem Waschhaus, mit Oxymont Dance Company, und da haben alle Theater- und Tanzgruppen, die am selben Ort trainieren, im Studio 2 oder Studio überhaupt, der Fabrik in Potsdam in der Schiffbauer Gasse, gemeinsam Stück zusammengestellt unter Leitung von Uli Schulte, Niki Bernstein und den Namen kann ich leider nicht. Müssen wir aufs Plakat gucken. Und da bin ich aufgetreten als Darsteller, als Schauspieler. Wirst du deine Karriere als Schauspieler weiterverfolgen? Ja, diese, da werden wir nämlich noch das schöne Theaterstück M wieder aufführen. Meine Theatergruppe hat es einmal gespielt, da bin ich jetzt neu sozusagen mit integriert in das Stück. Nach Fritz Lang, einem Film aus den 20ern, wenn ich mich nicht irre. Eine Stadt sucht M. M, so eine Stadt sucht einen Mörder, genau. Wen wirst du dort verkörpern? Das weiß ich noch nicht. Wird sich ergeben. Wir sind jetzt sozusagen in der Sommerpause. Wir haben das letzte Stück jetzt abgespielt. Machen Sommerpause und dann geht's ran ans nächste Stück, damit wir, glaube ich, im November wieder aufführen können. Wie lange spielst du schon? Seit letztem Jahr irgendwann. Da haben wir ein deutsch-russisches Austauschprojekt gehabt mit einer St. Petersburger Theaterrunde und da haben wir zusammen die deutsch-russische Hochzeit im Casino der Fachhochschule in Potsdam gespielt. Das war ein total toller Abend. So, ich muss jetzt. Vielen Dank, Dylan. Null Probleme. Das reicht.